Hallöchen und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir stehen jetzt immer noch vor Nafala und ich möchte unbedingt wissen, was in diesem Brief steht. Und ich möchte diese Platte einsetzen zu Hause und alles auf einmal. Wir reden aber jetzt erstmal mit Nafala. Hallo? Kann ich mit dir reden? Hallo? Es scheint wohl gerade nicht zu gehen. Ich gehe mal einmal aus der Tür raus und wieder rein. So, jetzt müsste es gehen. Hallo. Der Bärtige redet, als würde ich nicht in Schlagreichweite sitzen und jede Silbe hören, die er von sich gibt. In einem anderen Licht fände ich seinen Hochmut womöglich unterhaltsam. Doch das verbliebene Licht schwindet dahin, da die Dunkelheit naht. Dunkelheit? Sei sagte, dass ihr in Rätseln spricht. Ein Rätsel für all jene, die von einem eingeschränkten Blickwinkel behindert werden. Eine grundlegende Wahrheit für solche wie mich. Etwas Uraltes und Mächtiges greift meine Sinne an. Doch der weitere Pfad voran ist unklar. Ich spüre eine Dunkelheit. Vielleicht eine Abwesenheit von Licht. Da stellen sich mir die Schuppen auf. Geht es bei eurem Gefühl um den Brief, den Saisahan erhalten hat? Meine Gefühle gehören nur mir. Es begann als ein Jucken hinter meinem abgebrochenen Horn, als der törichte Kampfmagier die Kolosshallen öffnete. Jetzt umwirbelt es mich wie ein schwarzer Sturm. Äußerst unerfreulich. Vielleicht können die Neuankömmlinge etwas Klarheit bringen, was nun kommen wird. Neuankömmlinge? Ein Portal? Hier? Was haltet ihr davon? Ihr Mondetar! Wie ertragt ihr das nur? Mein Kopf dröhnt wie eine Orktrommel. Man gewöhnt sich daran und das war bisher euer Bestes. Hab nur Tarn, oh, ihr arroganter, so verdrießlicher Sohn einer triefäugigen... Spart euch euer Getue, Sai, ich habe euch auch vermisst, oh. Aber wir haben uns um Dringlicheres zu kümmern. Hallo Kamira, du kleine Flauschige. Fünf Kralle! Mir schwirrt der Kopf vor lauter Anstrengung, die hierfür nötig war. Bei Gadwell sah das alles so leicht aus. Aber bei den Monden, mein Herz sinkt ob eures Anblicks, meine Freundin. Ihr habt dieses Portal geöffnet? Das habe ich. Nach seiner Einstimmung im Schattentanztempel gewann Cadwell Macht über Portale. Tarn vermutete, dass ich dieselbe Fähigkeit haben könnte und hilft mir seitdem. Nur so unter uns. Er ist nicht der geduldigste Lehrer. Solltet ihr nicht in Krempen sein? Fürst Garesh Rhee hat mein Königreich gut im Griff. Wir kümmern uns weiter um das Chaos, das die Usurpator-Königin hinterlassen hat. Und es gibt nach wie vor vereinzelt Drachen. Doch Tarn überzeugte mich, dass ich hier gebraucht werde. Ich arbeite mit einem Drachen zusammen. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Nafala half uns, die Drachengarde neu zu gründen. So hat es mir Tarn berichtet. Er steht bereits seit einiger Zeit in einem Briefwechsel mit Saisahan. Erwartet nicht, dass ich dieser Kreatur den Rücken zukehre, aber ich werde diese Allianz respektieren. Ihr Monde, so muss ich eine Maus in der Gegenwart eines schnurrenden Alfik fühlen. Noch hat Nafala niemanden von uns gefressen. Ich bin nicht nur ins südliche Elsweyer gereist, um diese Angelegenheit mit den Drachen zu Ende zu bringen. Die Khajiit von Pelitine sind schon zu lange für sich allein gewesen. Es wird Zeit, sie wieder in der Konföderation willkommen zu heißen. Die Konföderation? Die Konföderation von Elsweyr. Eine Allianz zwischen Anekina und Pelitine. Die verschiedenen politischen Verwerfungen und die Knahatin-Grippe haben die Konföderation völlig durcheinander gebracht. Das habe ich vor zu ändern.
Garrosh Rhee besteht darauf, dass ich eine bewaffnete Eskorte mitbringe. Er macht sich solche Sorgen. Bewaffnete Eskorte? Wo ist sie denn? Sie marschiert wahrscheinlich von Krempen hierher. Taren hatte es eilig. Daher hielt er mich an, das Öffnen von Portalen zu üben. Samarak und die anderen werden uns schon einholen. Irgendwann. Frisch mein Gedächtnis bezüglich unserer Abenteuer in Anekina aufs Promenzett unbedingt. Hallo, Abnotan. Ich sehe, dass meine Anweisungen bis ins Detail befolgt wurden. Der Champion von Anekina, Sai Sahan und der Drache Nafalar gemeinsam an einem Ort. Und ich habe Kamira mitgebracht. Wir haben viel zu besprechen. Es geht um Karl Grontit. Karl Grontit? Um ihn haben wir uns doch in Jodes Kern gekümmert. Karl Grontit hat eine beträchtliche Menge der Macht des Kerns absorbiert, ehe wir ihn aufgehalten haben. Ich hatte gehofft, er wäre in der Leere verloren, nachdem wir ihn bezwangen. Doch genau wie wir ist er nach Tamriel zurückgekehrt. Seitdem jage ich ihn. Und ihr habt ihn gefunden? Noch nicht ganz. Ich habe aber das Ziel seines Plans erkannt. Karl Grontit prahlte, dass er Akatosh ebenbürtig sein würde. Und euer Ringen mit Lat Vulon und dem Kult des neuen Mondes deutet darauf hin, dass er sich auf einen Aufstieg vorbereitet. Und was sagt uns das? Liegt es nicht auf der Hand? Karl Grontit hat vor, ein Gott zu werden. Es gibt eine Insel vor der Küste, Drachenholm. In den Kunsari-Legenden war sie der Sitz der Macht für den Drachen. Ich kann kein Portal dorthin öffnen. Ich kann sie nicht mal per Hellsicht sehen. Sie wird von mächtiger Magie geschützt. Also wie kommen wir auf diese Insel? Ihr habt euch dem Kult des neuen Mondes gestellt. Die Kultisten verehren Karl Grontit. Sie müssen einen Weg haben, um auf die Insel zu gelangen und sie zu verlassen. Ich vermute, dass die Festung des neuen Mondes die Antworten bereithält, die wir suchen. Kaska und ich haben einen Altar umgeben von einem seltsamen grünen Mineral gesehen. Dort sollten wir wahrscheinlich anfangen. Seltsamer grüner Stein. Klingt das nach dem, was wir suchen, Tarn? In der Tat. Seitdem ich davon in euren Berichten las, wollte ich ihn untersuchen. Kamira, könntet ihr... Keine Portale mehr, Tarn. Nicht jetzt. Ich habe noch andere Pflichten, als euch herumzuteleportieren, wisst ihr? Oh, wohlan denn. Sai, unterhalten wir uns. Wir treffen unsere Freundin dann in der Festung. Wohlan denn. Ich schreite hinfort zur Festung des neuen Mondes, aber ich rede noch mit Kaska. Heieiei. Ja, Karl Grontit, war klar, dass der nicht komplett erledigt ist, ne? Das war klar. Hallo, wer auch immer Sie sind. Wer sind Sie überhaupt? Rulzuscha. Hey, Kaska. Ach, wisst ihr denn nicht, dass man ein räudiges Fell bekommt, wenn man zu oft bei seinem Nickerchen gestört wird? Entschuldigt, Kaska, die Festung des neuen Mondes frischt meine Erinnerung auf, was wir dort gefunden haben. Ihr meint, abgesehen von den Kultisten, die alles daran gesetzt haben, um uns auszuweiden? Augenblick mal. Ihr geht dorthin zurück? Was bei den zwei Monden könnte denn einen neuerlichen Besuch an diesem abscheulichen Ort rechtfertigen? Tarn denkt, die Kultisten haben eine Möglichkeit, um die Insel vor der Küste zu erreichen. Sie könnte in der Festung sein. Wo ihr das jetzt so erwähnt? Ich habe tatsächlich ein paar dieser Irren gehört, wie sie erwähnte, das grüne Mineral zu einer Insel zu schicken. Und auf diesem Altar im Amphitheater haben sie auf alle Fälle irgendein Opfer dargebracht. Ihr meint, es könnte ein Portal im Amphitheater geben? Ich bin keine Magierin. Ich könnte ein Portal nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Doch dort haben sie dieses grüne Mineral gesammelt. Ich glaube, sie nannten es Äonenstein. Wenn sie eine Möglichkeit haben, den Stein zu transportieren, muss diese im Amphitheater sein. Dort würde ich danach suchen. Danke für den Hinweis. Verzeiht, dass ich euer Nickerchen unterbrochen habe. Mögen die Monde euch auf eurer Mission behüten. Falls ihr eine helfende Kralle braucht, kommt ruhig zu mir. Na, meinem Nickerchen. Habt ihr Sashi und Aelia in letzter Zeit gesehen? Ich habe gehört, wie Aelia etwas über ein Treffen mit der Königin von Anekina sagte.
was ich für eine Art von beschönigender Umschreibung halte. Was den Kapitän anbelangt, er ging los, um seine Sonderbestellung abzuholen. Ein Fäßchen mit Pflaumenschnaps, das gute Zeug. Er verstaut es bestimmt schon, würde ich wetten. Na gut. Ja. So, geht zur Festung des Neuen Mondes. Dann machen wir das doch mal. Moment. Sieht schon cool aus, ne? Hier haben wir jetzt noch diese Platte, die müssen wir noch beim Dingens einsetzen. So. Ja. Gehen wir dahin, bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann gehen wir doch direkt mal zur Festung. Diesmal gehe ich auch hoffentlich den richtigen Weg. Ihr müsst euch ausruhen, alter Mann. Versucht nicht, das zu leugnen. Wenn ihr darauf besteht. Oh Gott. Ich hatte erwartet, dass sich die Kultisten des Neuen Mondes nach dem Tod von Latvulon in aller Winde verstreuen. Ich schätze, Karl Grontid hat andere Pläne. Wir müssen herausfinden, wie die Kultisten auf die geschützte Insel des Drachen kommen. Die Kultisten haben in einer Art Amphitheater einen Vorrat an Äonsteinen angelegt. Und laut Tarn treibt der Kult sowohl hier als auch auf der Insel sein Unwesen. Er muss eine Möglichkeit haben, von hier nach dort zu kommen. Wir können genauso gut in diesem Amphitheater mit dem Vorrat an Äonensteinen mit unserer Suche beginnen. Kaska und ich sind dort drüben hereingekommen. Dieser Eingang wurde als Antwort auf das, was ihr und sie dort erreicht habt, wahrscheinlich versiegelt. Ein Bauwerk, das so uralt ist, muss aber noch andere Eingänge haben. Finden wir einen und bahnen wir uns unseren Weg ins Amphitheater. Was ist mit Tarn? Er sieht nicht sonderlich gut aus. Tarn wird schon in Ordnung kommen. Er muss einfach nur verschnaufen. Was bedeutet, dass ich ein paar glückliche Augenblicke erleben darf, in denen ich nicht seinen beißenden Bemerkungen lauschen muss. Nun sollten wir uns aber beeilen. Wir müssen uns um Karl Grontid kümmern, bevor er seinen Aufstieg vollenden kann. Irgendeine Idee, wo wir nach einem anderen Eingang suchen sollten? Die Festung ist auf die Steilwand gebaut und an ihrem Fuß verläuft ein Fluss. Entlang dieses Flusses muss es einen anderen Weg in die Festung geben. Das spüre ich in meinem Bart. In deinem Bart. Okay. Dann gehe ich doch mal dahin. Adax. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Folgen wir dem Fluss. Oder sie werden brennen. Hier drüben. Ich habe da so ein Gefühl. Wo? Ach, hier. Eine
gesehen, dass es umgesprungen ist oben auf der Map. Das sieht vielversprechend aus. Ihr habt einen Weg ohne meine Hilfe hineingefunden. Gut. Ja, natürlich ohne deine Hilfe. Diese vor langer Zeit... ja, das haben wir schon. Das hatten wir schon gehört, aber es sieht cool aus. Geht zum Amphitheater. Ihr überrascht mich immer wieder, Sai. Was jetzt, alter Mann? Früher hielt ich euch bloß für Warens Muskelprotz. Doch nun führt ihr plötzlich eine neue Generation von Drachengardisten an. Und weiter, Tarn? Interessant, wie mancher sich an Veränderungen anpasst. Manche suchen Veränderungen, anderen werden sie aufgezwungen. Weisheit aus einem leeren Brunnen hier in der Hülle des Löwen, bleiben wir bei der Sache, ja? Oh Mann. Jetzt läuft es ein bisschen besser. Es ist nicht mehr so rucklig. Boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist er immer noch schlaufen? Ist er immer noch am Schnaufen? Ja, der kämpft da drin, ne? Ist immer noch am Schnaufen. Okay. Autschi. Durch das Portal flöhe. Es gibt Arbeit auf einer Insel. Wir müssen ihn finden. Ja, der Affe lebt immer noch. Ihr werdet die Ersten sein, die den Aufstieg des dunklen Äons erleben. Das Portal hat sich gerade geschlossen. Tarn, könnt ihr es öffnen? Vielleicht, aber nicht allein. Champion, lasst uns reden. Okay. Ich weiß, dass Sai auf eine Konfrontation hoffte, aber ich bezweifle, dass wir eine Begegnung mit Khalgon-Tit hätten überleben können. Er wirkte noch mächtiger als damals, als wir ihn in Yodes Kern gesehen haben. Nun zu diesem Portal. Könnt ihr das Portal zur Insel öffnen? Diese Anordnung von Steinen bildet den Fokuspunkt des Portals. Das sind Äonensteine, abgebaut in Förderstätten im gesamten südlichen Elsweyr. Ich habe nach dem Erhalt von Sais Bericht ein paar Nachforschungen angestellt. Wir müssen die Steine mit Energie aufladen, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Wie laden wir die Äonensteine mit Energie auf? Ein Äonenstein an sich birgt noch keine Macht. Er verstärkt nur jede Energie, die er in sich aufnimmt. Das ist der Schlüssel zur Aktivierung des Portals. Wenn ihr nah an die Steine herantretet, werde ich ein bisschen von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Das sollte die nötige Energie liefern, um das Portal zu öffnen. Meine Lebenskraft? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut, Tarn. Wie gesagt, ich habe einige Nachforschungen angestellt. Nähert euch jedem der Äonensteine und ich werde ein wenig von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Dies sollte die Energie liefern, die ich brauche, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Für ein paar Nachforschungen scheint ihr eine Menge über diesen Äonenstein zu wissen. Findet ihr? Mein Wissen ist unermesslich gering und das ärgert mich. Diesen Stein gibt es nur im südlichen Elsweyr. Er absorbiert und verstärkt Energie im Zuge eines Vorgangs, den ich nutzen kann, ohne ihn jedoch vollständig zu verstehen. Die Kultisten haben jedenfalls eine Menge von diesem Mineral angehäuft. Und ihr glaubt, Khalgon-Tit braucht diesen Stein, um seinen Aufstieg zu vollenden?
Ihr habt große Freude daran, mich dazu zu zwingen, die Lücken in meinem Wissen einzugestehen, oder nicht? Ihr habt die Nachforschung angestellt, nicht ich. Guter Punkt. Kargontit hat eine beträchtliche Menge an Energie aus Jodes Kern in sich aufgesaugt. Angesichts der Menge des Minerals, die er die Kultisten auf die Insel schaffen ließ, vermute ich, dass die einzigartigen Eigenschaften des Gesteins in den Plänen des Drachen tatsächlich irgendeine Rolle spielen. So viel ist es ja nicht, ne? So ein bisschen Lebensenergie. Gut, gut. Die Ionensteine summen vor Energie. Nun sollte ich das Portal nach Drachenholm öffnen können. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Er ist offen. Unser Weg zur Insel. Sei, geht. Bereitet die Drachengarde vor. Ich? Ihr könnt kaum noch stehen, alter Mann. Streitet nicht mit mir. Ich erinnere mich noch daran, wie Zauber wie diese mich kaum Anstrengung kosteten. Während Sai die Drachengarde zusammentrommelt, wird es unsere Aufgabe sein, die Insel zu erreichen und einen Weg zu finden, um ihre Verteidigungsmagie unschädlich zu machen. Danach können wir uns Kargontit mit unserer vollen Truppenstärke stellen. Wisst ihr, womit wir auf der Insel rechnen müssen? Wir gehen zum uralten Sitz von Kargontits Macht. Um uns einem Drachen zu stellen, der nicht nur über die Macht von Jodes Kern, sondern auch noch über die verstärkenden Eigenschaften des Äonensteins verfügt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf alles vorbereitet sein müssen. Seid ihr wirklich bereit dafür? Eure Sorge ist rührend, aber ich würde es vorziehen, wenn ihr sie euch für jemanden von geringerem Ruf aufspart. Nun, da wir in den Schlund eines nahezu sicheren Todes springen, haben wir einen Vorteil. Kargontit nimmt uns nicht als Bedrohung wahr. Zeigen wir ihm, wie falsch er damit liegt. Okay. Na dann. Nach Drachenholm. Ruinen von Drachenholm. Kargontit, Smaragd-Souverän von Zorn und Schrecken. Mögen seine großen Schwingen einen Schatten auf alle stumpfkralligen Ketzer werfen. Möge seine donnernde Stimme die Säulen fremder Kathedralen erschüttern. Lobet ihn. Ja, genau. Nein, danke. Hey! Anscheinend hat uns das Portal ins Innere eines uralten Bauwerks versetzt. Ich nehme an, wir sind irgendwo unter der Insel Drachenholm. Die Architektur erinnert mich sowohl an die Kolosshallen als auch an die Hügelgräber von Himmelsrand. Spannend. Warum nennt man diesen Ort Drachenholm? Das ist eine ungefähre Übersetzung aus dem Ta'agra-Text, aus den geheimen Geschichten der Mondsänger. Kargontit herrschte hier, bevor Kunsari ihn in den Kolosshallen einkerkerte. Wonach suchen wir auf dieser Insel? Eine Art starke Magie schirmt diese Insel ab. Eine Aegis. Wir müssen die Quelle der Aegis finden und sie zerstören, damit Nafalar und die Drachengarde sich uns anschließen können. Ohne sie werden wir Kargontit niemals aufhalten. In Ordnung, lasst uns die Aegis finden und zerstören. Alles, was ich über Kargontit erfahren habe, stammt aus ein paar wenigen undurchsichtigen Verweisen in den Mythen der Khajiit. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir nicht etwas finden, was wir unserem Wissen hinzufügen können, während wir nach einem Weg suchen, um die Aegis aufzulösen. Warum nennt ihr es eine Aegis? Eine Aegis ist ein Verteidigungszauber. Die Magie aus der Drachenholm umgebenden Matrix mag mir unbekannt sein, doch sie erinnert mich an Zauber, die ich selbst schon gewirkt habe. Ich gehe davon aus, dass die Äonensteine als Schlüsselkomponente des Prozesses wirken. Was auch immer dieser sein mag. Kann Kargontit wirklich zum Gott werden? Diese Annahme war nur eine fundierte Vermutung. Aber ja, ich glaube, dass Kargontit durch die Kanalisierung von Jodes Kern über diesen seltsamen Äonenstein ein noch nie dagewesenes Maß an Macht erreichen könnte. Würde das einer Verwandlung zum Gott entsprechen?
Wer vermag das schon zu beurteilen? Leb wohl. Oh mein Gott. Aber dann ist es ja die kleine Insel, die ich mal gesehen habe, mit dieser Bubble da außenrum, ne? Denke ich zumindest mal. Wenn ich mich jetzt komplett irre. Mir gefällt nicht, wie diese Insel bebt. Ja, mir auch nicht. Verlassen wir diese Höhlen. Es fühlt sich an, als würde gleich die Decke einstürzen. Ja, ich will ja. Der liegt bestimmt auf mir sogar. Sonst hätte ich dem geholfen, aber mache ich oft und dann bleiben die trotzdem liegen, weil die müssen das ja annehmen. Das ist schon öfter gemacht und immer bleibt es liegen, weil die dann irgendwie AFK sind oder so, keine Ahnung. Ich habe eine kleine Bubble. Um mich herum meine Bubble. Bubble, Bubble, Bubble. Oh mein Gott, ihr wisst überhaupt nicht, wie spannend ich das die ganze Zeit finde, ne? Und ich finde es so doof, dass ich momentan echt keine Zeit habe, wirklich dann zu spielen oder Videos zu machen und so weiter. Ich finde es so schade. Also ich habe jetzt ein paar aufgenommen dann und versuche auch noch, die direkt zu bearbeiten heute noch und ich dass ich die dann auch wieder direkt hochlade. Lass die mich einen Augenblick studieren. Und ja, ich gebe mir echt Mühe, aber es ist halt dann auch nicht einfach, dann ich habe jetzt noch so viele Projekte nebenbei für die Arbeit und ja, dann bin ich halt einfach noch froh, dass ich meinen Haushalt im Griff hab. Und das frisst halt schon Zeit, ne? Aber ich versuche wieder ein bisschen mehr. Ich habe ja auch selbst Lust drauf, ne? Wieder mehr Videos zu machen, noch ein bisschen mehr Zeit hier wieder ganz zu verwenden. Offenkundig kaschitischen Ursprungs. Alt. Vielleicht sogar so uralt wie diese Ruinen. Womöglich noch älter. Ich glaube, dies stellt eine der verbotenen Legenden dar. Warum sollte eine Legende verboten sein? Ich kann mir allerlei Gründe denken, warum eine Kultur einen Mythos oder eine Legende verbieten sollte. Doch meist geht es dabei um Themen, die zu störend oder zu gefährlich sind, um offen angesprochen zu werden. Diese besondere Geschichte hier dreht sich um den Aufstieg eines neuen Mondes. Der Aufstieg eines neuen Mondes ist gefährlich? In der Tat. Alles, was eine Veränderung der herrschenden Zustände bedeutet, ist für jene gefährlich, die das Sagen haben. Seht ihr die Zahl der Monde? Die Khajiit kennen eine Vielzahl von Monden, aber sie bilden nur selten andere als Ione und Jode ab.
Der dritte Mond ist größer als die beiden. Was habt ihr sonst noch gesehen? Die Figuren unten. Sie stehen wohl für die Kultisten des neuen Mondes. Und seht ihr, wie der Äonenstein eine Energie verströmt, die den dritten Mond aufsteigen lässt? Ja, ich bin mir sicher. Dies zeigt die Legende des dunklen Äons. Das dunkle Äon? Ich bin im Zuge meiner Nachforschungen auf einen weiteren geheimen Mondsänger-Mythos gestoßen. Er sagt die Ankunft eines mächtigen neuen Mondes voraus. Dort wird er das dunkle Äon genannt. Ich glaube, Karl Grontit möchte, dass diese uralte Vorhersage tatsächlich eintritt. Nun lasst uns die Aegis finden. Tarn, erzählt mir mehr über das dunkle Äon? 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 Ich weiß es nicht genau. Laut der Legende geht der neue Mond einer Zeit der Finsternis und der Geburt eines Wesens voran, das allen anderen überlegen ist. Karl Grontit will diese Prophezeiung wahr werden lassen. Verdammt! Ich lasse doch nicht mein Vermächtnis von einem verrückten Drachen beschmutzen, den ich aus Versehen freigelassen habe. Wir haben Mulamnia aufgehalten, wir werden auch Karl Grontit aufhalten. Ah, die Selbstsicherheit der Jugend. Jawohl. Nun gut, gehen wir weiter. Wir müssen immer noch die Quelle der Magie finden, die diese Insel schützt. Ja. So, und nochmal zum Thema zurück. Und dann Weihnachten, ganz ehrlich, ich habe so viel gearbeitet vor Weihnachten. Ich habe Heiligabend noch lang gearbeitet. Das heißt lange, ich glaube bis 14 Uhr oder so. Aber es war dann schon noch sehr viel zu tun. Und da bin ich einfach nur heim. Da haben wir Essen gemacht. Wir haben, wie heißt es, Raclette gemacht. Und es war einfach das Beste dann seit langem. Einfach da sitzen, Raclette essen, gute Flasche Wein aufmachen. Und dann Weihnachten, die zwei Tage dann noch. Aber das ist nicht Karl Grontit. Versorgt weiter die Ritualstätten. Karl Grontit will einen Thron am Himmel. Und wenn wir dabei zugrunde gehen. Ein Thron am Himmel? Vergesst die Quelle der Insel Magie. Wir müssen diese Ritualstätten zerstören. Ja. Was heißt nichts gemacht, ne? Ganz normal dann Haushalt noch gemacht und sowas liegen geblieben ist. Aber halt so ganz in Ruhe, ohne irgendwie arbeiten zu müssen dann noch.